Hallo, willkommen zurück. Heute machen wir weiter mit dem Video Yeshli Yesh Lecha. Das heißt, ich habe und du hast. Fangen wir an. Ich lese wieder alles vor und dann schauen wir uns die einzelnen Wörter an. Wir beginnen mit Yeshli, Yesh Lecha. Yeshlach, Yeshla, Yeshlo, Yeshlanu, Yeshlachem, Yeshlachen, Yeshlahem und Yeshlahen. Diese Reihenfolge kennt ihr ja schon von den anderen Videos und jetzt beginnen wir nochmal von vorne. Jetzt sind wir wieder bei Yeshli. Wie ich in einem Video schon mal sagte, seht ihr, dass Yeshli und die anderen Begriffe meistens immer zusammen. Einzeln betrachtet steht das Yesh für gibt und das Li deutet auf mich. Und so ist es bei allen anderen Begriffen auch. Benutzen wir das Beispiel aus dem Video mit der Familie. Dort haben wir geschrieben, Yeshli Ach Gadol. Ich habe einen großen Bruder. Jetzt können wir auch sagen, Yesh Lecha Ach Gadol. Du hast einen großen Bruder. Und wie ihr auch seht, haben wir hier zweimal das gleiche. Yesh Lecha und Yesh Lach. Ohne Punktierung sehen die Worte, die Buchstaben genau gleich aus. Aber Yesh Lecha ist die männliche Anredeform und Yesh Lach ist die weibliche Form im Sinne von du hast. Ihr müsst immer darauf achten, wie die Anrede bzw. der Satz beginnt mit Yesh Lecha oder Yesh Lach, dass ihr wisst, dass jetzt eine weibliche oder eine männliche Person gemeint ist. Einfacher wird es wieder bei Yesh La. Sie hat. Oder Yesh Lo. Yesh Lo Ach Gadol. Er hat einen großen Bruder. Auch hier Yesh Lanu. Wir haben. Yeshlanu Ach Gadol. Wir haben einen großen Bruder. Ab hier beginnt es jetzt wieder mit Yeshlachem. Jetzt seht ihr wieder die Endung mit dem Mem-Suffit. Hier wird es jetzt wieder benutzt für eine Gruppe mit mindestens zwei Personen, wo nur männlich sind. Und ihr spricht zu dieser Zwei-Personen-Gruppe. Ihr habt Yesh Lachem Ach Gadol. Ihr habt einen großen Bruder. Bei Yesh Lachen ist es wieder eine reine weibliche Gruppe. Yesh Lachen Ach Gadol. Ihr habt einen großen Bruder. Bei Yesh Lahem ist es auch wieder nur eine männliche Gruppe, aber ihr spricht nicht zu der Gruppe, sondern ihr redet über eine andere Gruppe. Und genau das gleiche ist es auch bei Yesh Lahen. Es ist genau die gleiche Reihenfolge wie in beiden anderen Videos und das Lahen, Lahem, Lachen, Lachem und Lanu und auch alle anderen, wo ihr hier seht, ist immer das gleiche. Der einzigste Unterschied ist jetzt das Yesh davor. Das quasi ich habe. Yeshli. Dies ist eine andere Möglichkeit, auch Sätze zu beginnen mit dem Yeshli bzw. die anderen Begriffe. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt,
Schreibt sie gerne in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Shalom.